Beamte und Selbstständige müssen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Meine Damen und Herren, ja, Sie haben richtig gehört. Das ist eine Forderung, die fordere ich ja schon seit einiger Zeit. Aber nicht nur ich, auch andere Experten fordern das schon eine ganze Zeit lang, dass eben, um die Rentenversicherung zu stabilisieren, wäre es eine Maßnahme, dass man sie auf breitere Beine stellt, dass mehr Menschen Beiträge einzahlen und darunter zum Beispiel Beamte, Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Politiker allgemein oder aber auch Selbstständige wie ich. Ich für meinen Teil zahle schon lange auch freiwillig. Mich muss man da gar nicht zwingen in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Aber wie gesagt, das ist eine Forderung, gerade bei Beamten und Politikern, dass die in die Rentenversicherung, in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Ein System für alle. Keine Zweiklassengesellschaft, ein Rentensystem, in das alle einzahlen. Meine Forderung und nicht nur meine, sondern die Forderung von vielen und das schon seit langem. Aber bevor es losgeht, noch ganz kurz in eigener Sache. Mein Team hat mir mitgeteilt, dass 80% der Menschen, die meine Videos regelmäßig schauen, den Kanal noch gar nicht abonniert haben. Daher an der Stelle, es wäre lieb von Ihnen. Sie machen uns da eine große Freude, wenn Sie den Kanal abonnieren. Das kostet Sie selbstverständlich außer ein paar Mausklicks nichts. Und an der Stelle schon mal vielen Dank dafür. Nun aber endlich los. Und nun wurde ja gestern das Rentenpaket 2 vorgestellt. Ich habe ja auch schon darüber berichtet. Und in diesem Zusammenhang geht es ja letztlich um die Stabilisierung der Rente. Dass die nicht nur für die aktuellen Rentner gilt, sondern auch für künftige Rentner, für unsere Kinder, unsere Enkelkinder gesichert ist. Und in diesem Zusammenhang hat die Sarah Wagenknecht nun auch gefordert, dass man sich ein Beispiel am österreichischen Modell nehmen soll. Eben weil in diesem Modell zum einen alle einzahlen, also auch Beamte und Politiker und Selbstständige, aber auch, weil die Rentenerhöhungen der Inflation folgen und nicht wie bei uns den Löhnen. Und zu dieser Thematik wurde der Arbeitsminister Hubertus Heil dann bei NTV gefragt und wurde darauf angesprochen. Und das spiele ich Ihnen hier jetzt mal kurz ein. Es gibt trotzdem Elemente aus dem österreichischen System, die man sich gut angucken muss. Ich finde zum Beispiel sehr gut, dass es auf breiteren Beinen steht. Wir werden in Deutschland auch darüber diskutieren, wie wir langfristig auch weitere Gruppen in den Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung einbeziehen. Ja, das war seine Antwort darauf. Und das ist der Punkt, meine Damen und Herren. Ich konnte meinen Ohren da gar nicht trauen. Der Arbeitsminister sagt hier ganz klipp und klar, dass er sich eine Erweiterung der gesetzlichen Rentenversicherung auf weitere Gruppen, also Beamte, Selbstständige, auch Politiker, steht dann ja zwangsweise zwischen den Zeilen, dass er sich das vorstellen kann, das Ausweiten der beitragszahlenden Gruppe, die Rentenversicherung, was die Beitragszahler angeht, auf breitere Beine stellen. Und da, wie gesagt, endlich mal die Forderung, die viele stellen, die findet Gehör. Er sagt zwar, was die breitere Basis angeht, kann er sich das vorstellen, aber was die Rentenerhöhung angeht, eher nicht. Sondern er will das österreichische Modell nicht einfach kopieren, sondern vom Prinzip die Vorteile daraus ziehen. Und da sagt er, die Beitragserhöhungen oder die Rentenerhöhungen nach österreichischem System als reiner Kaufkraftausgleich findet er nicht gut, sondern so wie es bei uns ist, dass die Rentenerhöhungen der Lohnentwicklung folgen und eben nicht der Inflation, findet er besser. Und an dem Punkt bin ich bei ihm, weil er sagt auch, das Modell mit der Rentenerhöhung an die Inflation gekoppelt war in den letzten 2-3 Jahren ein gutes Modell. Da wäre man besser gefahren. Aber in der Historie, und da hat er recht, das können Sie in den statistischen Daten nachschauen, in den ganzen Jahren, in denen wir irgendwo bei unter 2% Inflation lagen, da sind wir mit unserem Modell, dass die Rentenerhöhung der Lohnentwicklung folgt, immer besser gefahren. Und er gibt auch dieses Jahr den Ausblick, vielleicht weiß er da ja schon mehr, mit Sicherheit weiß er da schon mehr, die sind ja gerade dran, das auszurechnen, was die Rentenerhöhung angeht, die ja demnächst bekannt gegeben wird. Also so grob gibt er den Ausblick, dass die Rentenerhöhung dieses Jahr auch wieder über der Inflation liegen könnte. Insofern werden Rentnerinnen und Rentner dieses Jahr mit etwas Glück auch mit dem deutschen Modell mal wieder besser fahren als mit dem österreichischen Modell. An der Stelle ist mir aber wichtig, Sie darüber zu informieren. Endlich findet es auch mal in der Politik Gehör, dass wenn wir die Rentenversicherung stabilisieren wollen, langfristig stabilisieren wollen, dass da einfach mehr einzahlen müssen, dass da alle einzahlen müssen, auch Beamte, auch Politiker, auch Selbstständige. Aber schreiben Sie mir gerne mal in die Kommentare, wie Sie das sehen, ob Sie da ähnlicher Meinung sind, denn dafür sind die Kommentare ja da, dass Sie da was reinschreiben. Ansonsten soll es das von mir für dieses Video gewesen sein. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao, bis zum nächsten Mal.